Botogel ist da, gemeinsam mit dem Weihnachtsevent. Außerdem gibt es noch neue feine Dinge, die Niantic da gar nicht angekündigt hat für das Event. Damit kommt ein wenig Pokémon Go. Im Hintergrund jetzt direkt nach Release von diesem Event eben, das war so 23, 24 Uhr dann, habe ich eine Runde im Stadtpark gedreht, Rauch angeschmissen, Glücksei angeschmissen für den ein oder anderen Pokédex-Eintrag. Worauf ich vergessen habe, ist das Sternenstück. Das gibt ja 50% mehr Sternenstaub, das habe ich leider verpeilt, aber da werden wir auch noch die Gelegenheit bekommen, das Ding zu testen. Also, es gibt jetzt 20 Pokémon aus der dritten Generation, die man neu fangen kann. Sind hauptsächlich bzw. ausschließlich Eis- und Wasser-Pokémon. Und in der Wildnis, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, gibt es im Allgemeinen mehr Eis-Pokémon. Bei uns im Speziellen jetzt zum Beispiel Quiekel, Jurob, Mushas und ja, das sind so die, die ich am häufigsten gesehen habe. Rosanna, nicht so, um ehrlich zu sein, aber das kann sich eventuell von Biom zu Biom unterscheiden. Wir fangen mal mit einer ganz schönen Nachricht an, die wirklich krass ist. Pokémon Go hat getwittert vor wenigen Minuten: Überraschung Trainer, um die Festtage zu feiern, werden Lokmodul ab sofort bis zum 4. Januar 6 Stunden lang anhalten, wenn sie aktiviert werden. Also nichts wie los und nutzt die Gelegenheit, um einige der neuen Pokémon aus der Höhenregion zu fangen. Krasse Sache. Ich muss sagen, ich habe mich schon ein bisschen gewundert. Ich laufe so rum und irgendwie Mitternacht, nach Mitternacht ist hier ein Lokmodul, dort ein Lokmodul, da noch ein Lokmodul und ich habe mich so gefragt, was ist da jetzt los hier irgendwie? Habt ihr schon mal auf die Uhr geschaut? Aber das erklärt so einiges. Das heißt, Lokmodule sind mal wieder das 12-fache Wert sozusagen, anstelle von 30 Minuten einfach mal 6 Stunden. Krasse Sache, vielen Dank dafür. Ich hoffe wirklich, dass da in der Wildnis, naja, einige Lokmodule aktiv sein werden. Botogel kann man fangen und zwar gar nicht mal so selten. Wurde zwar offiziell nicht angekündigt, konnte man jedoch schon stark aus dem Leak von gestern hervorlesen im asiatischen App Store da. Da wurde das ja eigentlich schon bestätigt sozusagen. Man hat einiges im Code gefunden und ja, Botogel ist da mit seiner Weihnachtsüberraschung. Die Attacke, die das Ding erlernen kann, lautet Geschenk. Aber in der Arena macht die Attacke irgendwie gar nichts. Also ich habe dann auch einen Arena-Kampf versucht mit meiner Botogel-Armee. Ich habe irgendwie in einer halben Stunde 6 Stück gefangen. Das geht definitiv klar. Also von der Menge her würde ich sagen, so auf einer Wellenlänge mit Porenta damals beim Event. Ja, aber ich habe dann eben einen Kampf gestartet und habe mich schon gefreut, dass da jetzt irgendwelche Geschenke durch die Luft fliegen. Fehlanzeige. Leider nicht, aber egal. Botogel ist da und genau, gemeinsam mit einem Weihnachtshut Pikachu und rein theoretisch müsste es Weihnachtshut Raichu in der Wildnis ohne Entwicklung direkt auch geben, aber Pikachu und Botogel geben 250 Sternenstaub ohne irgendwelchen Boni. Das ist doch schon mal eine krasse Sache. Also krass ist vielleicht übertrieben. Anstelle von 100 Sternenstaub 250, aber das sind plus 150. Krass, wie ich das gerade ausgerechnet habe, oder? Wir haben alle immer nach mehr Sternenstaub geschrien und nun hat uns Niantic erhört und fügt hier einen neuen Sternenstaub ein, dort neuen Sternenstaub, bei Raids jetzt Sternenstaub, sogar wenn man verliert und dann Bonus-Sternenstaub durch das Wetter. Das Sternenstück gibt es jetzt. Wie oft habe ich Stern in den letzten 30 Sekunden gesagt? Also, im Prinzip benötigt man nicht viele von diesen Botogels, aber sie geben guten Sternenstaub. Das muss man festhalten. Yo, die neuen Pokémon, die sind, ich meine, es sind jetzt nur 20 Stück im Vergleich zu der gesamten Menge an Pokémon, die wir haben, tauchen sie doch relativ häufig auf, muss man sagen. Jedoch gibt es da ein paar Besonderheiten. Unter anderem Schnäppke, Pokémon vom Typ Eis, ist wohl in Shiny-Version fangbar. Haben schon einige Leute erhalten, ich habe Screenshots gesehen auf Twitter, auf Reddit. Schnäppke in Shiny-Version. Ist so. Ob es noch mehr gibt, weiß man nicht, aber zumindest jetzt einige Stunden nach Release des Events wurde zumindest dieses eine Pokémon in Shiny gefunden.
Wenn wir schon bei neuen Dingen sind, es gibt auch neue Raids, und zwar einen Weilmer Raid haben wir. Und für dieses Pokémon benötigt man, Achtung festhalten, 400 Bonbons, also genauso wie Carpador, für die Entwicklung. Weilmer entwickelt sich nämlich, wenn es mal ganz groß und ganz stark ist, zu Wailord und genau. Finde ich interessant, dass sie da mal wieder sowas einführen, wie eben Carpador zu Garados. So was richtig Heftiges. Es gibt nämlich entwicklungsmäßig auch noch andere Ausreißer. Mit Barschwa muss man eine gewisse Distanz zurücklegen. Ich glaube, es waren 20 Kilometer. Und das ist diesmal kein Geheimnis, wie zum Beispiel bei Nachtara und Psyana, sondern das steht direkt im Pokémon-Menü mit einem Fortschrittsbalken, wie weit man schon ist. Muss ich sagen, ich fand's irgendwie schön, wenn man alles selbst herausfinden konnte, wie viele Kilometer benötigt man etc. Aber okay, jetzt verrät Niantic das Geheimnis, dann müssen wir Spieler nicht mehr selbst herausfinden. Ja, für Barschwa muss man Kilometer zurücklegen und dann auch noch 100 Candies für die finale Entwicklung dann. Ach so, und habe ich schon gesagt, dass Pikachu Geschenk als Quick Move hat? Das Weihnachtshut Pikachu? Keine Ahnung, wenn nicht, dann habe ich es jetzt gesagt. Kommen wir zu den Boxen. Die Winterbox, Superbox, Hyperbox im Wert von 400, also nicht im Wert, sondern mit einem Preis von 480, 780, 1480 Münzen. Darin enthalten sind vorrangig Brutmaschinen. Achtung, nicht verwechseln, in der kleinsten Box, also in der Winterbox, sind die normalen Brutmaschinen und in der mittleren und großen die Superinkubatoren, welche die Distanz verringern, zum Beispiel von 10 auf 6,6 Kilometer, von 5 auf 3,3 und von 2 auf 1,3 Kilometer. Und überall ist das Sternenstück drin. Da muss man im Prinzip gar nicht großartig rechnen, wenn man das mal so aufbricht. In der Winterbox kostet eine Brutmaschine 240 im Vergleich zu 150, lohnt sich also schon mal gar nicht. In der Superbox 195 und in der Hyperbox 185. Also wer sagt, er benötigt nur Brutmaschinen, der ist vermutlich besser dran, wenn er sich direkt die einzelnen für 150 kauft. Aber wenn wir uns ansehen, dass da eben noch diese Sternenstücke drin sind, in der Hyperbox sind die am allergünstigsten und man bekommt noch Lockmodule gratis. Bedeutet also, meine Empfehlung, die kleinste Box, wenn man wenig ausgeben möchte und den Rauch auch gerne in Kauf nimmt. Ansonsten die größte Box, es sei denn, man sagt, man kann maximal 780 Münzen ausgeben. Aber zweimal die Superbox kostet ein bisschen mehr als einmal die Hyperbox, ist aber weitaus weniger als Gegenwert. Man bekommt einfach weniger. Da muss man auch gar nicht nachrechnen. Die Superbox lohnt sich, finde ich, nicht. Wie gesagt, außer man hat eben keine 1500 Coins, will aber trotzdem da irgendwas abstauben. Ansonsten die kleinste oder die größte Box. Beziehungsweise, wenn ich es mir recht überlege, zwei Rauch sind ja auch fast irrelevant. Ich würde fast sagen, bei der Aktion ist die größte Box wirklich ganz klarer Gewinner. Dann hat man auch nochmal schön hier die Lockmodule, die kann man überall zünden, vorausgesetzt man hat Pokestops, und Pokestops ist auch die perfekte Überleitung zu meinem nächsten Thema. Niantic hat getwittert, mit der Hilfe von Ingress-Agenten haben wir ganz, ganz, ganz viele neue Plätze gefunden, wo man unsere Games spielen kann. Und in den nächsten Tagen werden diese Plätze auch in Pokémon Go verfügbar sein. Bedeutet auf Deutsch, auf gut Deutsch, Portale aus Ingress wandern wieder zu Pokémon Go rüber, was ja sowieso laufend passiert, aber Niantic bestätigt das hier auch nochmal, bedankt sich bei allen Ingress-Agenten, die mit OPR und so weiter das Ganze ins Rollen bringen, und ja, das heißt, checkt mal eure Arenen ab, checkt Pokestops ab, bei welchen ist ein weißer Kreis drumherum, so ein Halo oder wie man sagt. Dann weiß man, okay, das ist eventuell ein neuer Stop, zumindest einer, den man noch nicht gedreht hat. Also, ich muss sagen, ich bin zufrieden mit diesem Konzept, dass immer wieder ein paar neue Pokémon in Schüben rauskommen. Das macht Spaß. Macht auf jeden Fall Spaß, besonders wenn es so zusammenpasst, dass sie Wasser-Eis-Pokémon veröffentlichen, in Kombination mit einem Event, welches dann nochmal die Eis-Pokémon anhebt. Und, boah, diese 6-stündigen Lockmodule, das ist einfach grenzgenial. Also,
bitte, bitte zünden ohne Ende. Ich werde auch meine gesamten Lokmodul-Vorräte plündern. Und überall, wo ich bin, wo ich mir denke, da könnten eventuell einige Spieler vorbeikommen, werde ich auch den Blütenstaub regnen lassen, rasseln, wie auch immer. Aus Eiern wurden auch schon ein paar Pokémon gesichtet, weil mir zum Beispiel aus Zweier-Eiern, da wird man aber sehen, vielleicht brüte ich selbst noch ein paar aus. Für dieses Video soll es mal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, es geht einfach nächstes Mal weiter.